Vielleicht kennt ihr das Problem. Ihr habt in Minecraft ein wunderschönes Gebäude mit viel Mühe und Zeit errichtet oder es, wie in meinem Fall, einfach innerhalb von 2 Minuten hingekotzt und möchtet es an einer anderen Stelle in eurem Minecraft-Feld nochmal haben. Jetzt habt ihr entweder die Möglichkeit, das Ganze mühevoll noch einmal 1 zu 1 nachzubauen oder einfach das hier zu machen. Und wie das funktioniert, erfahrt ihr im folgenden Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Minecraft-Tutorial, wahrscheinlich dem ersten in diesem Jahr, vielleicht auch seit 2 Jahren, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht werden sich unsere Stammzuschauer, ihr beide, noch daran erinnern, dass ich schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht habe, vor 4 oder 5 Jahren, glaube ich, war das, und ich fand, das Ganze verträgt mal eine Neuauflage. Ich möchte euch heute noch einmal zeigen, wie ihr Gebäude in Minecraft, und zwar ohne Mods oder Plugins dafür benutzen zu müssen, von einem Ort an den anderen kopieren könnt. Hierhinter steckt nämlich keine Magie, sondern ein ganz simpler Befehl, der in diesem Kommandoblock hier hinterlegt ist. So, ihr habt gesehen, ich habe diese wunderschöne, in Ermangelung eines besseren Wortes nenne ich es jetzt mal Burg, von einem Ort an den anderen kopiert. Ihr könnt vielleicht auch sehen, hier die ganze tolle Inneneinrichtung, also meine Treppe und sowas, sind mit rüber kopiert worden. Wenn ich jetzt rüberfliege, dann findet ihr das eins zu eins hier unten auch wieder. Die ganz Aufmerksamen unter euch werden vielleicht gemerkt haben, dass unser schöner Rüstungsständer Silvonchi, der hier auf dem Dach steht, den Weg nicht mit hier herüber gefunden hat. Das liegt daran, dass der Befehl, den ich euch zeigen möchte, der Slash-Clone-Befehl, keine Mobs oder auch keine Rüstungsständer oder sowas mit rüber kopieren kann. Aber eben jegliche Art von Gebäude, auch größere als das hier. Ich habe es jetzt nur der Einfachheit halber mal sehr klein gehalten. Das Ganze funktioniert mit Hilfe des Befehls Slash-Clone. Der ist in diesem Kommandoblock hier hinterlegt. Das sieht jetzt erstmal fiese aus, als es ist, eine Menge Zahlen. Es sind aber im Grunde nur ein einfacher Grundbefehl und ein paar Koordinaten. Und wie dieser Befehl aufgebaut ist, das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Vielleicht war das Ganze im Comment-Block gerade etwas zu schnell, um das Ganze mitzuschreiben. Deswegen zeige ich euch es hier nochmal in einer übersichtlicheren Variante. Ihr seht hier das, was ich gerne das Befehlsraster nenne, also eine Vorlage, die ihr einfach nur kopieren müsst, und da gebt ihr dann die Koordinaten und Angaben ein, die ihr gerade braucht. Ich zeige euch einmal, was es mit den Parametern hier auf sich hat. Slash Clone, was ich in Rot eingefärbt habe, der Grundbefehl, da braucht ihr im Grunde nicht dran rumzufummeln, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Bei den schwarzen Parametern müsst ihr Koordinaten einsetzen. Diese Koordinaten werden dann entscheiden, was ihr kopiert und wohin ihr es kopieren wollt. Dabei geben x1, y1, z1 und x2, y2, z2 an, welchen Bereich ihr kopieren wollt, und xyz, also das dritte, gebt an, wohin ihr es kopieren möchtet. Keine Sorge, wenn euch das jetzt zu schnell geht, ich werde euch das gleich einmal in der Praxis an einem Beispiel zeigen, weil es mit den Koordinaten mitunter ein bisschen tricky ist. Art der Platzierung, also das grün eingefärbte, gebt an, wie ihr das Ganze kopieren wollt. Da gibt es mehrere Begriffe, die ihr einsetzen könnt. Damit das Video hier nicht zu lang wird, werde ich dann nicht groß und breit drauf eingehen, aber ich stelle euch nochmal einen Link zu einer schönen Liste mit allen Wörtern, die ihr da einsetzen könnt, in die Beschreibung. Es gibt dort die Möglichkeiten, 3 verschiedene Begriffe einzusetzen, die jetzt eigentlich kommen müssten. Da sind sie. Replace, Masked und Filtered. Filtert mit einer kleinen Einschränkung hier, weil das ab Version 1.13 ein bisschen anders wird als vorher. Deswegen klammere ich den jetzt bewusst aus. Im Moment funktioniert es noch ein bisschen anders. Diese 3 Begriffe geben erstmal grundsätzlich an, auf welche Art wollt ihr das Ding platzieren. Replace bedeutet ersetzen. Das heißt, wenn ihr einen Bereich auswählt und ihn kopiert, und da ist ein kleines Haus drin, und um dieses Haus sind natürlich ganz viele Luftblöcke, die ihr nicht sehen könnt. Dann werden diese Luftblöcke auch mitkopiert und ersetzen am Zielort das, was da vorher war. Mal angenommen, ihr kopiert also ein Haus mit Luft drumherum mitten in die Erde rein. Dann wird da ein Loch entstehen, wo vorher die Steine waren, kommen dann Luftblöcke hin. Wenn ihr sowas nicht wollt, dann müsst ihr die zweite Variante wählen, Masked. Masked bedeutet im Grunde nur, dass ihr keine Luft mitkopiert, sondern nur wirklich gebaute Blöcke. Das ist insofern praktisch, als dass dann nicht die Luft, die ihr versehentlich mitkopiert und eigentlich ja gar nicht braucht, irgendwas anderes kaputt machen könnte. Und die dritte Variante bedeutet, dass ihr einen bestimmten Block herausfiltert, das heißt aus dem Bereich immer nur, zum Beispiel nur Holzblöcke oder nur Steinblöcke dahinter kopiert. Das Ganze kann man jetzt noch weiter verfeinern und erklären quasi, und zwar indem man einen dieser beiden Begriffe dranhängt, Move und Force. Normalerweise ist es so, dass ihr
dass ihr den Bereich, den ihr kopiert, wirklich woanders hin kopieren müsst. Das heißt, der Bereich, aus dem ihr etwas rauskopiert und der Bereich, wo ihr etwas hinkopieren wollt, dürfen sich nicht überschneiden. Falls das doch der Fall ist, dann müsst ihr den Begriff Force hinten dran hängen. Zum Beispiel also Replace Force oder Masked Force. Dann dürfen sich diese Bereiche überschneiden und es funktioniert trotzdem. Der andere Begriff Move sorgt dafür, dass ihr das, was ihr kopieren wollt, nicht wirklich kopiert, sondern bewegt. Das heißt, wenn ihr diesen Move-Tag weglasst und einfach zum Beispiel Replace angibt, dann wird euer Gebäude an einen anderen Ort hin kopiert, bleibt aber am alten Ort trotzdem stehen. Wenn ihr aber Move da hinten anhängt, dann wird es verschoben. Das heißt, am alten Ort verschwindet dann das Gebäude und wird komplett an den neuen Ort verschoben. Dabei könnt ihr die Begriffe Replace, Mask und Filtered jeweils mit den Begriffen Move und Force kombinieren, wie ihr möchtet. Also, die sind alle miteinander kompatibel. Wenn ihr weder Move noch Force dahinter schreibt, dann wird es einfach ganz normal kopiert und darf sich nicht überschneiden. Soweit so gut. Das war jetzt erstmal sehr trocken und theoretisch. Ich zeige euch einmal in der Praxis, wie das dann funktioniert. So, wie ihr im hier eingeblendeten Befehl sehen könnt, müssen wir uns als allererstes mal die Koordinaten x1, y1, z1 und x2, y2, z2 suchen, mit denen wir angeben können, welchen Bereich wir denn überhaupt kopieren möchten. Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal etwas bildlich. Zuerst mal suche ich mir den Punkt x1, y1, z1. Sorry, das ist ein Zungenbrecher gerade. Ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel diesen Punkt hier. Um zu markieren, setze ich hier einen Goldblock ein. Das müsst ihr nicht machen, aber ich finde, es ist dann einfacher, sich das vorzustellen und zu merken, welchen Punkt man eigentlich genommen hat. So, ich suche mir diesen Punkt und er ist jetzt der erste Punkt, der angibt, was ich kopieren möchte. Aber natürlich kann ich mit einem einzelnen Block noch keinen Bereich markieren. Deswegen fliege ich mal auf die andere Seite meines Gebäudes und suche mir hier einen zweiten Punkt. Den markiere ich auch mit meinem Goldblock. Und jetzt könnt ihr schon sehen von hier oben, diese beiden Blöcke fassen einen Bereich ein, in dem das Gebäude steht. Falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, dann geht es vielleicht besser, wenn ich das hier mache. Wie ihr sehen könnt, habe ich die beiden Punkte, die wir uns rausgesucht haben, die beiden Goldblöcke jetzt durch eine rote Linie verbunden. Und ihr seht, zusammen ergeben diese beiden Blöcke eine Fläche. Ich habe jetzt ein Viereck daraus gemacht und dieses Viereck zeigt uns an, welchen Bereich, welche Fläche wir kopieren möchten. Das heißt, die Goldblöcke, die Koordinaten, die wir uns rausgesucht haben, sind die Eckpunkte eines Vierecks, das den Bereich, den wir kopieren möchten, umgibt. Jetzt werden sich einige von euch vielleicht denken, okay, ist ja schön und gut, jetzt habe ich eine Fläche, aber mein Gebäude ist im Optimalfall ja höher als einen einzelnen Block, wie es auch in meinem Fall ist. Wenn ich es jetzt einfach so hier kopieren würde, wie ich es eingefasst habe, dann würde ich ja nur den Fußboden kopieren und das bringt mir nicht viel. Deswegen müssen wir noch etwas anderes machen. Wir nehmen uns einen unserer beiden Eckpunkte hier und verschieben ihn ein bisschen nach oben. Das heißt, ich setze meinen Eckpunkt jetzt zum Beispiel mal, ignoriert einfach die unteren, hier an. Mein zweiter Eckpunkt ist jetzt hier oben. Das bedeutet, jetzt hat sich quasi unser kopierter Bereich weiter nach oben verschoben. Wie könnt ihr euch das jetzt vorstellen? Ich zeige es euch noch einmal. So, wie ihr sehen könnt, ergibt sich jetzt aus diesen beiden Goldblöcken ein roter Kasten. Der Kasten ist, wie gesagt, nur jetzt eine Vorstellungshilfe, den müsst ihr natürlich nicht bauen. Wenn man diese beiden Koordinaten, die wir uns rausgesucht haben, also die beiden Goldblöcke, zu einem Kasten verbindet, dann wird alles, was innerhalb dieses gedachten Kastens ist, dann kopiert. Die Koordinaten x1, x2, y2 und die beiden Koordinaten eben sind die Eckpunkte eines gedachten Kastens und alles, was sich innerhalb dieses Kastens befindet, wird dann kopiert. So, jetzt haben wir uns zwei schöne Punkte rausgesucht, die zusammen markieren, welchen Teil unserer Minecraft-Welt wir kopieren wollen, beziehungsweise in welchem Teil unser Gebäude steht, das wir ja kopieren möchten. Ich habe jetzt vorhin die ganze Zeit von Koordinaten gesprochen, habe aber nur mit Gold- und Wollblöcken rumgebaut. Das reicht natürlich noch nicht aus, um unser Gebäude zu kopieren. Wir müssen jetzt auch richtige Koordinaten haben. Wir haben jetzt gerade unsere beiden Blöcke schon mal rausgesucht. Das hier war vorhin der linke untere Rand unseres Kastens. Das ist der Punkt x1, y1, z1. Hier oben, die obere Ecke des Kastens, ist der Punkt x2, y2, z2. Und natürlich brauchen wir dann noch einen weiteren Punkt, nämlich den Punkt xyz, wo wir später unser Gebäude hinkopieren wollen. Ich habe mich mal dafür entschieden, den einfach nach hier hinzupacken, xyz. So. Jetzt haben wir eine Menge Goldblöcke in der Gegend stehen und ein paar Schilder drauf, damit wir wissen, was was ist, aber wir brauchen jetzt natürlich noch Koordinaten. Zu diesem Zweck stelle ich mich einfach mal hier auf diesen Punkt, den ich mir rausgesucht habe, und drücke die Taste F3.
Das ist bei mir, ihr habt es vielleicht anders belegt, hier könnt ihr unter XYZ sehen, auf welchen Koordinaten ihr gerade steht, auf welchen Koordinaten ihr euch gerade befindet. Jetzt müsst ihr das Ganze einfach nur noch notieren, also in meinem Fall minus 1929, 4 minus 645 sind meine Koordinaten gerade, die Nachkommastellen ignoriere ich jetzt mal. Diese Koordinaten müsst ihr einfach nur noch notieren, ganz oldschool auf Papier oder irgendwo in der Anwendung selber. Das Ganze mache ich hierbei auch nochmal. Und zwar gibt es nämlich noch eine Möglichkeit, wo mich ein Zuschauer im letzten Video mal darauf hingewiesen hat, also in der alten Version von diesem Video. Ihr könnt auch einfach auf dem Block, wo ihr gerade steht, slash clone eintippen, Tab drücken, Leertaste, nochmal Leertaste und nochmal Tab. Dann gibt er automatisch die Koordinaten ein, auf denen ihr gerade steht. Das ist ganz praktisch und erspart euch eine Menge Tipperei. Ich schreibe es mir aber einfach ganz normal auf. So, damit habe ich die Koordinaten x1, y1, z1 und x2, y2, z2 mir notiert. Und diese Koordinaten ergeben zusammen, wie vorhin erwähnt, einen gedachten Kasten, der dann dieses Gebäude hier einfasst und zeigt, was wir kopieren möchten. Jetzt müssen wir natürlich noch den Ort haben, wo wir unseren gedachten Kasten hinkopieren möchten. Moment, ich gehe mal eben den Regen loswerden. So, und das ist dieser Punkt hier, XYZ. Auch da stelle ich mich noch einmal drauf und merke mir die Koordinaten, die an diesem Punkt sind. Und nachdem ich jetzt all meine Koordinaten zusammen habe, die ich brauche, kann ich damit zu einem Kommandoblock gehen und das Ganze in das Befehlsraster einfügen. Ich habe das jetzt schon mal vorher gemacht, damit es nicht so lange dauert. Ihr seht unseren Gruppenbefehl von vorhin, slash clone. Die ersten drei Koordinaten sind jetzt die Koordinaten x1, y1, z1. Das hier sind x2, y2, z2, also die Koordinaten, die unseren gedachten Kasten angeben. Und das hier sind die Koordinaten XYZ, die angeben, wo ich denn das ganze Ding hinkopieren möchte. Und zu guter Letzt habe ich mich für eine Platzierungsart entschieden. Ich habe Replace benutzt, also replatzieren, überdecken. Das heißt, alles, was vorher an diesem Punkt war, wird einfach durch mein Gebäude, was ich kopiere, ersetzt. Ihr könnt natürlich auch eine andere Art benutzen, dazu habe ich ja vorher im Video schon was gesagt. So, und wenn ich jetzt diesen Hebel ziehe, dann wird unser gedachter Kasten zu diesem Punkt hier kopiert. Wobei dieser Punkt hier quasi diesem hier entspricht. Also alles von hier, alles was sich zwischen diesem Punkt und diesem Punkt befindet, wird dann in das Gebiet zwischen diesem Punkt und dem zweiten Punkt hier kopiert. So, jetzt habe ich aber genug geredet und ziehe einfach einmal kurz an diesem Hebel und voilà, unser Gebäude erscheint. Ja, und das war es im Grunde auch schon. Es ist deutlich einfacher als es klingt. Nochmal zum Mitschreiben, slash clone eingeben, die Koordinaten raussuchen, x1, x2 und so weiter, die euren Kasten, euren gedachten Kasten angeben, die notiert ihr euch, dann sucht ihr euch die Zielkoordinaten, die notiert ihr euch auch, sucht euch eine Platzierungsart aus, die ihr gerade Bock drauf habt und gebt das Ganze einfach in einen Kommandoblock ein und schon erscheint euer Gebäude. Das war's damit auch schon für dieses Mal. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Probleme habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns ja vielleicht beim nächsten Video wieder, falls ich oder einer der anderen mal wieder eins macht. Bis dann, bleibt am Ball, man sieht sich.